alle haben erstmal zu Hause dann Rotz und Wasser geheult. Und dann kam Leonie und sagte, warum weinst du denn? Sag ich, wir haben doch ein Buch geguckt, und zwar von Conny Wenck, das Außergewöhnlich. Und da waren ja Familien drin, die ein besonderes Kind hatten. Das ist jetzt wirklich so, der Atreo hat diese Besonderheit, er hat auch das Down-Syndrom. Ich sagte, ja, und deswegen weinst du jetzt? Und ich sagte, ja, also ich finde das einfach schade, dass der das hat. Und ich sagte, wo ist er mit weinen? Ich weiß jetzt genau, warum das so ist. Buchenau hat noch nicht so ein Kind. Und der liebe Gott musste jetzt so ein Kind nach Buchenau schicken. Und dann hat er lange überlegt, wie er das seinem Buchenau geben kann. Und dann hat er uns ausgesucht, weil wir sind stark genug dafür. Das hat die Große mit damals 8,5 gesagt. Und dann habe ich gedacht, wenn die das doch so annehmen kann, warum ich nicht? Es hat nochmal gebraucht, bis es dann bei mir wirklich auch Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, ja klar, wir haben es dann so viel geschaukelt, das werden wir jetzt auch noch hinkriegen. Es ist vielleicht ein bisschen anderes Leben, als wir es uns natürlich erhofft haben, weil er war wirklich Gold wert. Der hat unser Leben entschleunigt, weil du einfach damit leben musst, der Junge lernt langsamer. Das entschleunigt dein Leben, du bist immer so hektisch. Er hat ein bisschen länger beim Trinken gebraucht, aber einfach durch diese Mundmuskulatur. Aber auch das war in Ordnung. Also man hat sich halt einfach dann die Zeit dafür genommen. Jetzt laufen die Rehe weg. Ja, also seine Emotionen sind riesig. Wenn er sich freut, dann freut er sich laut. Wenn er sauer ist, dann ist es auch laut sauer. Ne? Und das zieht natürlich Blicke. Da merkt man halt auch, dass manche Fragen sind, ne? Dass du einfach denkst, oh, was ist da oder sowas. Ne? Und dass manche halt auch eher ablehnend sind. Das trifft einen natürlich schon, ne? Also, dass dann da so wenig Offenheit in der Gesellschaft für ist. Diese Frage, dann habt ihr es denn nicht gewusst in der Schwangerschaft. Es ist dann so, ja, dann, ihr hättet doch auch was dagegen tun können. Dann hättet ihr das ja jetzt so nicht haben müssen. Das konnte ich dann immer damit, dass ich mein Leben so gut finde, wie es ist. Und dass Atreus Leben mehr als lebenswert ist und liebenswert ist. Und dass ich das nicht hätte einfach entscheiden wollen, ob ich das jetzt abtreibe oder nicht. Als ich laufen gelernt hat mit 2 Jahren und 7 Monaten, wir haben das so gefeiert, weil man genau wusste, er hat sich das hier hart erkämpft. Ja, die Herzen erobert, der hat eine Art an sich. Wenn der Sympathie aufbaut, das dauert keine 2 Minuten, da kann auch keiner sich wehren.